Moin zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Session von Craft Attack, liebe Freunde. Ich weiß, Kamera ist sehr unterbelichtet, der Hausherr ist noch am Schlafen. Sobald der Hausherr wach ist, werde ich ihn um seine Erlaubnis erbitten, die Lichter zu erhellen, damit man mich besser erkennen kann. Doch wir begeben uns jetzt erstmal in die Mine, werden ein bisschen Diamanten farmen und ja, nachher geht's dann los mit der Goldfarm, mit Spark. Ich habe ja schon alles vorbereitet. Übrigens auch für die Leute auf YouTube ganz wichtig, wir wurden gestern von Rohat nach unserem Gangnamen gefragt. Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir uns die Sniffer nennen. Also sind wir ab sofort vom Gangnamen die Sniffer. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein richtig geiler Name. Hört sich an, als wenn wir irgendwie so ein Drogenkollektiv sind. Ja, lustigerweise hat sich Trimax den Namen ausgesucht, muss man ehrlich gestehen. Gehört Spark auch zu den Sniffern? Ich weiß es nicht. Ich kann das mal Spark nachher fragen. Also das mit der Facecam ist ja bodenlos, wirklich, ey. So, ich gehe jetzt mal auf das Grundstück. Ich habe schon vorgenommen, Leute, dass ich hier hinten, glaube ich, unsere Mainbase richtig bauen werde. Da habe ich auch gestern schon alles platt gemacht, gestern Abend. Da habe ich schon haufenweise Bäume entfernt. Die Villager sind weg, alle. Ja, in meiner Farm, G-Time, die getötet. Bäume? Das ist doch scheiße, Digga, das geht nicht. Haben wir unten noch welche drin? Ich hoffe, ansonsten ist die Farm ab den Arsch. Also wir brauchen eine Villager, dass sie funktioniert. Welche? Also du meinst die Villager-Farm da oben jetzt? Ja, ja, die sind weg. Okay, hier ist noch alles voll. Warte mal, wo, warte. Okay, hier unten in dem Erdhügel, die sind noch drin. So, ihr meint jetzt hier oben die? Ja, dann müssen wir jetzt, ich muss jetzt nochmal eine Treppe hochbauen, dass sie wieder hochbekommen. Also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn ich das so sehe, wo waren denn die Villager? Hier oder wo? Da drin, die kommen da nicht raus, G-Time. Ja, aber kommt ein Zombie rein? Nein, kommt auch nicht rein, Bro. Wie soll der da reinkommen? Wo, hier oben? Hier, in diesem Gefäß hier. Hier, ich komme da jetzt auch nicht rein, er kommt da nicht rein. Okay, der dann Zombie spawnen können? Nee, oder? Ja, da kommt doch ein Zombie rein. Da war eben noch ein Erdblock, kommt der denn da rüber? Wo war ein Erdblock? Hier? Oh mein Gott, mit den Erdblöcken, die Spark hingeplaced hat, kommen hier Zombies rein, Schiffrubel. Ey, das ist halt. Hatte Spark da Erdblöcke hier irgendwie? Spark hat die da hingetan, damit keine neuen spawnen, weil da waren 40 Villager. Da waren 40 Villager, sonst führt das zu Lags. Dann hat er hier Blöcke hingetan. Jetzt kommen Zombies rein. Ja, so sind dann Zombies reingekommen. Die haben die dann wahrscheinlich zombifiziert und also hat Spark of Phoenix deine Villager-Farm gegrieft. Das Ding ist, weißt du? Wie findest du, dass das Spark of Phoenix deine Farm kaputt gemacht hat? Ja, würde die mir kurz helfen, eine neue Villager reinzubekommen? Spark ist der Wirt. Ich hab mehr als genug Brot. Okay, da müssen jetzt einfach nur zwei Villager rein. So, wie kriegen wir die jetzt dahin, Chat? Moin, G-Time. Moin, Spark! Spark, wir bauen heute die Gold-XP-Farm. Ich habe alles vorbereitet. Ich habe die ganzen Magma-Blöcke schön in eine Kisten sortiert. Ich habe eine Enderperle. Das ist sehr geil. Wir brauchen vielleicht, also ja gut, wenn du eine hast, dann kann halt einer hoch. Wobei, wollen wir ein paar mehr Enderperlen nehmen, falls man nicht durchkommt beim ersten Versuch? Ja, dann muss ich mal gucken, dass ich noch welche hole. Naja, es darf nicht wahr sein. Jemand hat die, glaube ich, rausgenommen. Schlecht, wir können dann Nether ruhig eine Stelle mal in Ruhe suchen. Ich guck mal eben. Ach nee, hier ist die. Also ich habe nur eine, da muss ich die nächste Nacht farmen. Oder nee, warte, ich gehe in den Nether, ich suche da ein Biom. Spark? Ist gut, jo. Du hast jetzt vielleicht ein bisschen Slime, oder? Nee, ich habe keinen Slime. Ich bin die ganze Zeit beim Leute aushelfen, dass ich selbst hier nicht zum Spielen komme, also so wie jedes Jahr. Aber aktuell habe ich keine Ressourcen selbst oder so. So, was ist das? Als erstes brauchen wir ein paar Enderperlen, damit wir durch die Decke kommen. Ja, werde ich jetzt organisieren. Ich mute mich so lange. Ich muss jetzt in so einen Dings, in einen Warped Forest Biom. Ist die Frage, wo man sowas findet, ne? Ich weiß nicht, ob ich den so einfach finde. Nee, ich suche kein Netherite. Ich bin auf der Suche nach einem Warped Forest Biom, um dort Enderman zu farmen. Aber das Problem ist, wir haben hier, glaube ich, keins im Umkreis. Die Netherdecke ist offen. Chef läuft gerade auf der. Okay. Hast du dir die Koordinaten gemerkt, wo du durch die Netherdecke gehen kannst, Chef? Ja, kann ich dir kurz sagen? Ich schreibe sie kurz auf. 318 minus 227. Ich muss das mir irgendwo aufschreiben. Ist das weit von uns entfernt? Geht. Ich habe jetzt sogar einen Weg dahin gebaut. Wenn du rausgehst und links aus dem Portal und einfach mal in der Spur folgst, dann kommst du dahin. Okay, nice. Weil dann können wir nämlich da durchgehen für unsere Farm. So, Spark, du wolltest jetzt anfangen? Richtig. So, guck mal, ich mach fett. Okay. Wenn gleich nochmal Kutter eskaliert wird, dann muss ich ja nochmal gucken. Aber ansonsten können wir loslegen. Ich habe schon in der Netherdecke einen Spot gefunden, wo wir durch können, okay? Okay, es gibt aber auch schon einen Weg nach oben, ne? Ja, es gibt. Ich komme mal kurz beim Portal bei dir vorbei. Wir brauchen auch einfach so Baublöcke, ne? Wir machen ein Portal oben direkt hin, ja? Ja. Ich habe das oben hingemacht schon, ne? Das steht. Okay, und wenn man jetzt bei euch durchgeht, kommt man oben raus. Ist das richtig? Nee, unten, da muss das unten noch zerstören. Wenn man unten zerstört, kommt man. Also, ist die Frage, wer opfert sich auf?
Ich mach's, ich bin schon da. Ich baue aus Portal unten ab jetzt. Ich bin ein bisschen Richtung Spawn gegangen. Ich glaube, das müsste ja sein. Wenn du aus dem Portal rausgehst, dann wirst du schon die Steinwurst sehen, wo ich mich... Ah, okay, da kommt das Ding hin. Gut, dann baue ich da die Kisten auf und werde alles rüber transportieren. Ey, Leute, ich muss aber dann echt noch zurückkommen, wenn ich fertig bin hier, ne? Ja, muss ich beeilen. Achso, dann soll ich jetzt abbrechen? Wir sind schon... Also, wir fangen jetzt an, hier zu bauen. Oh Gott, okay, ja, what the fuck? Spark hat mich verarscht. Hier wird richtig schnell Content jetzt gepusht. Aber dann bestell mal schnell, Hugo, dass das Essen auch kommt, ne? Okay, G-Time und Sebo, Essen bestellen, Mackis. Mackis hat wenigstens 2 Sterne. Das weißt du aber wenigstens. Sterne? Da weißt du, dass die Nuggets einfach die räudigste Mistqualität haben und einfach zugespritzt mit irgendwelchen Aromastoffen. Aber wenigstens sind die da nicht abgelaufen, weil sie sich auch 4 Jahre halten. Ich habe 20er Plant Nuggets genommen und ein Big Mac. Und ein Vanillemilkshake, Chat. So, jetzt habe ich alles rüber transportiert. Beobachtet mal diese Bewegung. Es ist Sonntag. Ja, gleiche, was du sonst auch machst. Hier wohnen Rentner. Das, weißt du, was das Problem ist? Das sind die liebsten Rentner überhaupt. Die sind so lieb, die Nachbarn. Die würden sich niemals beschweren, weil wir zu laut sind. Die würden dann einfach nur den ganzen Tag Hugo zuhören, 7 Tage lang und einfach nur leiden. Weißt du, was ich meine? Ja. Die leiden einfach. Die leiden einfach und nimm's hin. Das möchte ich nicht. Dann tu das, was du immer tust. Was tue ich immer? Ja. Du schreist die an, die Person, Sumatra oder Chef. Du wirst richtig Feuer. Du bist nicht zurechnungsfähig. Gehst in so einen Zustand, wovor ich sogar Angst habe, weißt du? Aber bei Hugo... Hugo hat irgendwas. Ich hab ein schlechtes Gewissen. Ich kann... Weißt du, was ich meine? Ich bin gestern vom Fußballspiel zurück zu nach Hause gefahren. Ich kann... ich weiß gar nicht, wie ich mit ihm reden soll. Weißt du? Ja, das stimmt. Aber... Wenn man nichts sagt, dann wird es weitergehen und weiter. Also ich will das Gespräch nicht führen dann mit deinen Nachbarn jetzt die Tage. Ich hab ihnen das ja schon gesagt. Du kannst auch schon mal helfen. Junge. Chef Strobel, wie findest du das? Ich suche hier gerade Moos und hier gibt's keinen Moos, Junge. Ich werde hier auch sterben, sage ich, in dieser scheiß Nuttenhöhle. Ohne Moos? Ey, das ist mein Keller, von dem du redest. Nix los. Ja, genau. Ich sag nur, du hast hier den Rentner, den du brauchst. Er beleidigt einfach Sparks Keller als Nuttenhöhle. Ich weiß ja, wo ich bin. Ich weiß ja, wie ich hier rauskomme. Du organisierst das für alle Craft Attack, machst hier Admin und alles und dann baust du dir eine kleine Höhle nach 24 Stunden, hilfst uns die ganze Zeit, kannst deswegen keine Base bauen, dann kommt Chef Strubel und beleidigt deine Base als kleine Nuttenhöhle. Ja, ich bin ja nicht mehr drin. Der hat sich mir wild das komplett verlaufen. Schmeiß den raus. Das musst du dir nicht antun, Alter. Du hilfst die ganze Zeit zur Strubel, deswegen kannst du keine Base bauen. Dann beleidigt er deine Base als kleine Nuttenhöhle. Das ist so asozial. Also das würde ich dir, sowas würdest du, das würde ich dir nie antun. Sind ja Piraten, die sollten ja damit klarkommen, wenn man denen was entführt. G-Time, wenn du unbedingt auch noch einen Sniffer finden möchtest, kannst du das machen. Den von den Piraten entführen und zu dir bringen? Kannst mir noch einen Sniffer suchen, dass wir 2 haben. Und zu zweit haben wir dann eine Sniffer-Farm. Das ist unsere gemeinsame. Also sagen wir mal so, der ist egal, wo ich den herbesorge. Hauptsache einfach ein Sniffer ist am Ende da. Nicht von anderen Menschen klauen, oder? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wenn ich jetzt zum Beispiel von Revi einen Sniffer klauen würde, ob das problematisch wäre. Hier hinten bei mir. Komm her. Wo? Da? Hier bei mir. Der macht diese Schnüffel-Action. Es hat gefloppt. Der hat das erste geholt. Da ist es. Torchflower Seeds. Damit könnten wir die jetzt fortpflanzen, ne? Alle 5 Minuten sucht der. Torchflower Seeds. Hätten wir jetzt einen zweiten... Guck mal, wie entspannt der geht. Der ist echt cool. Tücher, du musst auf jeden Fall noch einen zweiten finden. Ja, aber ich gucke jetzt erstmal, was Spark macht. Ja, mach das. Der testet sich aber irgendwie viel. Ja, finde ich auch. Soll ich die erste mal anpflanzen? Wenn wir 2 haben, die findet man nur im Ei, die kommen nie so vor. Wenn wir 2 haben, die können ja dieses Torchflower Seeds erriechen, dann sammeln sie mit dem Hopper-System unten drunter ein. So, wir gehen jetzt mal hoch zu Spark, Chat. Wir gucken mal, was der treibt. Alter, der hat einfach die ganze Farm gleich schon gebaut. Ich werde Spark noch so gut es geht helfen jetzt. Kann ich dir schon mal helfen für die Vorbereitung? Wir müssen jetzt oben die Lava-Ebene, also die Magma-Ebene reinziehen.
Okay, dann mache ich kurz mein Intro. Haben wir so eine Farm schon mal gebaut? Weiß, kenne ich die? Ja, ja, wir haben letzte Staffel schon mal gebaut, aber ich glaube, du hast nicht mitgemacht. Ich habe überhaupt nicht mitgemacht. Warum entscheiden wir uns für diese Farm? Weil die schnell und einfach gebaut ist und XP mitnehmen? Und Gold gibt. Kann ich das mitnehmen? Ja, Magma-Blöcke. Komplett voll machen und dann hochkommen. Boah, Leiter laufen so lange ist ultra schwer. Du musst auch oben gleich aufpassen, ne, dass du nicht runterfällst. Wenn du runterfällst, bist du tot. Die ganze Nacht stehen? Da kannst du, wenn du willst, die ganze Nacht theoretisch stehen, ja. Bei welches Level ist man dann? Boah, also die wird auf jeden Fall gut XP bringen. Ich würde jetzt... Hast du was vorgebaut? Ja, Spark hat das so weit vorbereitet, dass wir genau sehen, wie wir die Lava, also die Magma-Dinger ziehen müssen. So, und jetzt müssen wir quasi hier oben die Fläche, die Spark vorgezeichnet hat, komplett so bauen. Das ist auch nur eine Ebene, ne? Wir machen wahrscheinlich drei. Kann man auch fünf? Man kann auch mehr machen, klar. Umso mehr spawnt. Deswegen haben wir die auch so weit oben gebaut, weil der Abstand nach unten so hoch ist, dass der unten keine Mobs lädt, wenn du hier oben bist. Und deswegen spawnt dann alles hier oben. Gita, wir müssen da noch eine zweite Etage drüber bauen, ne? Und eine dritte? Nee, eine dritte nicht. Zwei reichen dafür. Zwei reichen? Okay. Maximum aus. Ja, ihr seid wahrscheinlich schon dran und baut gerade. Ja, ja. Ja, okay. Die zweite Ebene muss, glaube ich, zwei Blöcke nur höher sein, ne? Genau. Einfach nur oben drauf. Warum nicht drei Ebenen? Weil das keinen Mehrwert hat. Die Spawnfläche müsste schon so groß sein, dass es sich nicht mehr lohnt, noch eine dran zu bauen. Also das passt. Sicher? Ja. Ich habe diese Farm schon dreimal gebaut und jetzt baue ich sie das vierte Mal. Und ich habe sie noch nie mit einer dritten Etage gebaut. Spark, ich habe eine wichtige Frage. Hast du schon mal eine Heuschrecke gegessen? Nee. Nee? Nee. Ist das was für aber dich? So einer, der so ja sagt dann einfach so bei irgendwas. Würdest du eine Heuschrecke essen? Oder bist du vegan? Nö, nicht unbedingt, aber also es ist halt sehr ungewohnt, jetzt sage ich mal, für Leute in unseren westlichen Kulturkreisen Insekten zu essen. Ich würde vielleicht so einen Insektenburger mal essen, wo ich jetzt nicht unbedingt die Beinchen im Mund habe, weißt du? Die Beine sind hart. Die Beine sind hart. Aber macht ihr da gerade irgendwas? Hat Hugo Insekten bestellt? Nee, ich habe gerade, also Gita hat gerade einen kompletten Heuschreckenschwarm gegessen. Sagen wir mal so. Hätten die Ägypter mich damals gehabt, dann hätten die sich keine Sorgen machen müssen. Richtig. Über die Insektenplage. Oh mein Gott, guck mal, Max, die funktioniert schon. Guck mal, wie viele hier gespawnt sind. Wo ist sie denn? Wie dumm. Boah, das ist das Geile, man sieht bei der Farm direkt den Progress. Kann ich nicht irgendwie schnell stellen, Chat? Nee, Stube, ne? wir sind ein Dreier-Team. Die Base gehört nur dir, mir und G-Time. Wir drei. Sebo und Romatra sind woanders, Spark hat eine eigene Base. Wieso eigentlich? Und sonst sind wir mit Allianzen. Ja. Wir wollen alle Farmen selber einmal bauen. Ich schau doch jetzt hier nicht, während ich angegriffen werde die ganze Zeit. Pass auf, Gamer. Okay, dann Sind das zwei? What the fuck? Hab ich da denn echt nicht... Hä? Die sprengen das Magma weg. Ja, das ist schlecht. Schieß die zurück. Schieß der mal hart kassiert. Wir könnten auch versuchen, alle zu disconnecten und dann sind die vielleicht despawned, okay? Alle am Ausloggen? Nein, wir kommen mit noch nicht. Okay. Wir kämpfen. Ich will, dass kämpft. Schieß dich zurück. Ich hab keinen Bogen, leider. Boah, war der knapp. Ja. Irgendwas wegwerfen, was ich hier nicht brauche? Aber die kann weiter. Du lenkst sie gut ab. Okay, dann mache ich direkt mal die zweite Etage drauf, die verhindert, dass wir spawnen können, ja? Wo hab ich ein Blumeninventar? Bin ich blind? Deine Minecarts funktionieren, Spark. Meinst du? Erstmal. Ja, ich habe gerade ein Schwein, einen Picklin dort reingeschoben mal. Sehr gut, der wurde sofort gehäckselt. Ja, der wurde gehäckselt. Aber sowas von. Das erste Mal in 11 Jahren Craft Attack, dass eine Farm von Spark funktioniert. Genau. Ich weiß, ich habe lange darauf hingearbeitet und geübt. Krass. Stefan, du bist 11 Jahre lang hauptberuflich Minecraft-YouTuber und schaffst es 11 Jahre lang nicht eine Farm zu bauen. Das wäre auch geil. Ja, ist auch so. Na, ich bin schon im fünften. Richtig. Und deine Farm funktionieren. Hast du die Bambusfarm gesehen? Die läuft einwandfrei. Ja, die Weizenfarm, die du gestern alleine gebaut hast, die läuft auch einwandfrei. Krass, oder? Ohne Tutorial und so habe ich gemacht. Ja. So. Ist alles fertig? Nicht ganz, warte. Also ich habe die Hopper schon drunter geballert. 6 Stück erstmal nur als Anzapfstelle. Wir müssen die dann runterführen in ein Lagersystem. Aber jetzt kommt erstmal der Puderschnee hier rein. Unten ist nochmal ein Eimer Puderschnee. Aufgabe für dich. Hol ich. Ja, also noch drei. Ich habe nur drei mitgenommen gerade. Ich habe noch einen Quest tatsächlich. Wir brauchen noch drei Teppiche, damit wir die auf die Trapdoors stellen, damit die Picklins hier nicht die Bude einreißen. Besorge ich. Dann haben wir es aber, glaube ich.
Kommt da noch ein Dach drauf? Dann brauchen wir noch so einen Gucker, Alarm-Zombie. Vielleicht könnt ihr Schneebälle auch mitbringen, damit wir die anwerfen können, ne? Zum Anlocken. Bist du hier nicht mehr hier oben? Kann man einen Schneemann da oben nicht irgendwo safe hinbauen? So, wir nehmen so einen mit Kürbis. Den stellen wir mal jetzt hier vorne gleich rein. Das wird unser Gucker, der die Akku hält. Der darf nie getötet werden. Ich hoffe, das weißt du noch. Ja, okay. So, jetzt haben wir natürlich hier die Qual der Wahl. Ne? Also es ist eigentlich Zeit, das einmal auszuprobieren jetzt. Und okay. Die Frage ist, ob alles funktioniert. Ich probiere es aus, ja? Hier schiebt auf einmal einen ultimativen Nether-Minecraft-Track rein. So, G-Time darf einmal unseren Gucker an. Jetzt schauen Die kommen von überall. Darf ich von hier oben gucken oder sterbe ich hier oben? Naja, du kannst aber stehen bleiben und gucken. Die kommen von allen Seiten, werden die reingesaugt. So, ich hoffe, ich habe keinen Konstruktionsfehler gemacht, aber das sieht gut aus. Das ist laut, ich schleife meine Augen zusammen. Was muss ich doch mal leiser machen? Die Minecraft Friendly Creatures musst du runterstellen und ansonsten bei den Hostile Creatures kannst du auch runterstellen, wenn die Piglins zu laut sind. Die kannst du, aber dann hörst du auch keine Creeper mehr, also Hostile Creatures nicht ganz auf Null. Okay. Guardian Farm aber morgen erst. Echt? That's way too much. Ist too much, sagst du? Ja, ist für mich erstmal too much, weil ich würde mich sehr gerne mal equippen. Ich renne die ganze Zeit mit einer unverzauberten Spitzhacke. Was ist, wenn ich G-Time mit equippt? G-Time equippt dich mit und wir beide gehen los. Wie wäre das? Also du nochmal, du möchtest jetzt Guardian Farm machen. Aber dann brauche ich ja erst das Equipment. Ja, das schaffen wir. Können ja in so einer Stunde oder so starten. Verzauber dich erstmal hübsch. Es sei denn, du machst heute noch was mit No Way oder Basti oder so. Ich will da auch nicht reinfuschen. Aber es wäre halt toll, die erste Nacht schon. Was kriegt man alles aus der Guardian Farm? Prismarim-Shards und kriegt man daraus diese Lichter? Ja. Diese Unterwasser-Seelaternen? Ja. Oh je. Chef Strobel. Was? Irgendjemand hat, glaube ich, unsere ganzen Villager rausgelassen. Niemals. Niemals. Wer ist irgendjemand? Gar keiner. Hast jetzt einen Schreck gekriegt? Wäre krass gewesen, weil meine wurden ja auch schon gefickt. Von wem? Spark. Ich find's krass, wie du über Spark redest. Ja, ist super krass. Bro, Chef Strobel, das ist viel krasser. Jetzt hast du gesagt hier, Spark hat eine Nuttenhöhle. und jetzt hat er auch noch deine Villager gefickt. Nein, Leute, hört mal zu. Ihr müsst es verstehen erstmal, Chat. Spark schaltet sein Progress die ganze Zeit hinterher, um uns hier und da mal zu helfen. Chef Strobel bei einer Kleinigkeit, bei mir, weil es nicht funktioniert. Bei den anderen, Spark hilft überall mit. No Way ist neu. Der hat nicht so richtig Zeit, sich auf seine Base zu konzentrieren, weil der jedem hilft. Der ist nicht nur Admin, der hilft auch Ingame. Und dann war Chef Strobel bei Sparks Base, weil er sich irgendwie netterweise irgendwie Dripstone oder so abgeholt hat. Nee, Moos wollte ich. Ich hab Lush Cave gesucht. Chef Strobel hat sich Moos abgeholt von Spark, was Spark uns netterweise gibt. Und Chef Strobel hat seine Base als kleine Nuttenhöhle beleidigt. Nein, das war ganz anders, Junge. Digga, Dieter muss davon immer so lachen. Digga, das ist so krank, Chef Strobel. Das ist einfach so geil, weil Spark sowas immer voll aus seinen Videos immer wenn irgendeine Beleidigung fällt, mutet sich Spark sofort und dann fragst du, Digga, was ist das für eine kleine Nuttenhöhle? Und das ist einfach seine Base, das war schon assi, Chef Strobel. Ja, ich bin eine andere Lachgeld beleidigt. Okay, Leute, wir haben die Goldfarm komplett fertig gebaut. Ihr habt es ja wahrscheinlich im Video auch gesehen. Ich kann sehr, sehr schnell leveln. Funktioniert auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal.